Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted Drake's Schicksal. Hier im letzten Part sind wir ja bei diesem Flugzeugfracht angekommen und haben auch die Karte entdeckt, die wir ja Elena gegeben haben oder gezeigt haben. Und ja, jetzt sind wir hier ein bisschen unterwegs, hier in der Festung, und ich würde mal sagen, wir gehen hier wunderschön weiter und wahrscheinlich kommen dann neue Gegner, die wir uns hier stellen müssten. So. Stimmt, das ist ja. Stimmt, das ist ja der Bereich. Das macht ja Sinn. Und wir haben eine neue Waffe. Wir haben ja jetzt die Mikro. Die Sturmgewehr-Pistole. Da läuft auch gleich mal besser. Aber trotzdem erstmal kurz hier zurück, um auszuharren. Ja, war gleich ein richtig heftiger Gegner. Etwas größerer, der hier gleich eine Schrotflinte hat. Oh, oh, oh. Ja, schön. Ja. Du, 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 du. So. Da müssen wir natürlich ein bisschen drauf achten, dass wir jetzt auch nicht zu viel Schaden bekommen. Oh, ey, ey, ey. Oh, oh. Okay, okay, das wird heftig. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr heftig. So, den haben wir erledigt. Komm, zeig dich. Ja, schön. So, dich haben wir erledigt. Dich werden wir auch erledigen. Und ich glaube, das war's, oder? Bitte. Oh. Nein, das wollte ich nicht. Aber ja, man könnte hier auch mit der Gatling rumballern. Aber nee, die Waffe möchte ich noch ein bisschen behalten. Aber hier findet man jetzt gerade sehr viel. Die Pistole. Was prinzipiell ja auch eigentlich nicht schlecht ist, aber wir wollten ja auch erstmal mit dieser Waffe hier gut umgehen können. So, da kommen wir aber nicht rein. Ich würde sagen, wir gehen erstmal da durch. Also noch offensichtlicher kann man sich nicht zeigen. Das war ja schon mehr als offensichtlich, dass er sich da gezeigt hat. Aber naja, soll ja für uns doch ganz gut sein. Dann konnten wir uns gleich besser darauf vorbereiten. Okay, das ist jetzt einfach nur um den Kreis herum. So. Aber wie gesagt, ihr seht es ja schon. Ne? Wir haben bis jetzt überhaupt gar keine Ruhepause. Also Ruhephase, außer jetzt, logischerweise, aber sonst, man sieht es ja, sind wir durchgehend in der Patrouille. Und haben was zu tun. Wie gesagt, kann man jetzt schlecht finden, oder kann man auch eigentlich gut finden. Ist hier wahrscheinlich ein Schatz. Nee. Jetzt gehe ich doch schon ein bisschen auf Schatzsuche. Und ja. Boah. Keine Spur von ihr. Das kann sehr gut oder sehr schlecht sein.
Ja, hoffen wir mal, wie gesagt, hoffen wir einfach mal, dass das alles gut ist und dass es ihr echt gut geht. Pinto. Cialando. Cepatan Buca Pinto. Ah, es klappt. Da ist er oben. Los ans MG. Nicht gut. Und genau deswegen lieb ich einfach. Ich mag den Humor von Uncharted. Ich liebe den einfach. So. Wir könnten jetzt eine West. Die West Kaliber. Nehmen. Schon West Kalifa. Ah, alles klar. Die West Kaliber könnte man jetzt nehmen. Ist eine Magnum. Aber wir bleiben dennoch bei der allseits geliebten. So. Mikro. So. Haben wir das erstmal schon gemacht von oben. Das ist das Beste, was man machen kann. Ich, einer ist am MG. Ah ja, das könnten. Oh, die erledigen wir mal. Von ganz oben nach ganz unten. Runtergeballert. Okay, da ist jetzt noch einer. Eieiei. Nächste Frage ist jetzt halt wo, ne? Ah, da. Zack. So, wir haben hier so noch 3 Schuss für die. Können wir jetzt hier runtergehen? Ja, wie gesagt, die Magnum nehmen wir jetzt auch noch nicht mit. Auch wenn die eigentlich richtig gut Schotter macht, muss man sagen. Aber die macht wirklich sehr, sehr guten Schotter. Aber ich glaube, wir wechseln mal auf die Pistole, weil diese Mikro, die ist gut, aber davon findet man deutlich weniger Munition gerade. Und wir haben ja auch nur 3 Schüsse. Ah, der Typ, stimmt. War ja was. Oh Mann. Ja, jetzt ist da einer am einer MG. Und wir müssen aufpassen tatsächlich. Wieso passiert sowas eigentlich immer mir? Das weiß ich auch nicht, Drake. Warum das ausgerechnet nur dir passiert? Oh, hi. Ja, guten Headshot. Kurz mal. Ah, da haben wir die. Ah, okay, da haben wir. Ah, ja. Entweder man geht hier jetzt ganz nach vorne hin irgendwie, oder man macht hier den. Zack. Okay. Mach eine kurze Abrechnung mit dem Granatwerfer. Würde ich euch am liebsten empfehlen. Man kann da vorne hin und man kann auch eine Granate hochwerfen, aber ihr seht es. Was das Ausweichen angeht, wird es hier ein bisschen schwierig. Deswegen nimmt einfach kurz den Granatwerfer und schießt da drauf und fertig ist. Dann habt ihr auch eure Ruhe. Och nein, die Stelle. Hier müsste mal ein Klempner vorbeischauen. Ja. Verdammter Mist, wo kommen die alle her? Ja, das frage ich mich jetzt auch gerade. So, zack. Ich sag's mal so, die Stille. Weil ich bin ja ehrlich, ich habe ja versucht, auch Uncharted mal auf schwer durchzuspielen, weil ich alle Schwierigkeitsgrade mal bei Uncharted durchgehen Los wollte. geht's. Die Stelle auf schwer, die ist echt hardcore. Da denkst du teilweise echt, du spielst nicht mehr auf schwer, sondern auf gnadenlos. Weg da. Ausharren, ausharren, ausharren. Los geht's.
Komm. Zeig dich. Zack. Wie gesagt, hier auf normal ist das vollkommen... Ist sie vollkommen normal, logischerweise. Au, 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 au. Zack, kurzen Headshot, kurzen Prozess. Ja, ihr seht es gerade. Aim, not. Au, Mann. Da hat einer Bock. Na komm, zeig dich. Ja, ich bin da drüben. Du bist tot. Na bitte. Oh, oh, oh. Gegen diese dicken Leute nehme ich gerne die AK. Außer für den, den kann man ein bisschen weiter mit der Pistole kaltstellen und ist hoffentlich jetzt vorbei, ne? Ja. Huiuiuiui. Auf jeden Fall, wir... Also, die lassen uns wirklich nicht mehr in Ruhe. Eieieiei. Aber ich merke gerade, ich mag trotzdem dieses Spiel. Ich liebe einfach diese Reihe. So, aber jetzt erstmal, bevor wir hier wieder anfangen zu schwärmen, muss ich erstmal gucken, kurz, wie ich jetzt hier irgendwo hochkomme. Ja, nehmen wir erstmal hier Munition mit. Ja, das ist Schrotflinte. Ah, okay, schade. Ich dachte, das geht hier irgendwo. Okay, okay, die kommt hier nicht hoch. Vielmehr ja, kommen wir auch nicht hoch. Ah, nee, ich dachte, dass es irgendwie noch da geht. Ja. Ah. Manchmal ist es doch so oft, manchmal das Simpelste, das Beste. Hier noch. Dann können wir hier den Hebel betätigen. So, dann haben wir noch, doch noch. Gut, Munition, komm. Auf, auf, auf. Oh Mann. Yay, wir können schwimmen. Freut mich. Okay, jetzt heißt es hier nochmal kurz gucken, wo könnte man hier hochklettern. Und ich sehe hier doch schon Kanten. Das ist das Gute. Tomb Raider war es die gelbe Farbe. Hier in Uncharted ist das, sind die krassen Kanten markiert, wo man hier hoch muss. Das ist immer ganz nett, wenn das Spiel einen sagt, hier, da musst du offensichtlich hin. Das Wasser steigt. Aber wir müssen nur noch kurz auf der anderen Seite, um hier weiter das Wasser, um das Wasser hier hoch zu treiben. Machen wir noch mal. Die Zeit haben wir noch. Ah, wie gesagt, die Stelle auf schwer. Wie gesagt, ich habe das ja durchgemacht. Ey, ist das für...
Also da ist wirklich jede, also jede Stelle, klar, es ist schwer, das soll so sein, ne? Okay, erstmal Kapitel 6, Schlüssel zur Vergangenheit. Also klar, es ist schwer. Es soll auch schwer sein, keine Frage, aber ich hatte wirklich teilweise das Gefühl, hey, dass ich halt, Elena, wo bist du? Dass ich halt wirklich auf gnadenlos spiele. Tatsächlich. Ah, Moment mal. Was kann in dem Turm so wichtig sein? Wow, verdammter Mist. Ja, das ist immer die Frage. Ich hätte ihn fast gehabt. Feuer, schön. Hattest du, aber nicht. Oh, weg da. Wo ist noch einer? Okay, ist doch keiner, oder? Ich weiß es nicht. Nehmen wir nochmal die Pistole oder die AK mit. Granaten sowieso. Das haben wir sogar auch voll. Au! Au! Oh, wie fühlt sich das an? Ich hoffe nicht gut. Au. Boah. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, Mann. Okay, das ist jetzt ein bisschen zu hardcore. Ausharren, ausharren. Zack, geschafft. So. Aber jetzt müssen wir es doch endlich mal erledigt haben. Danke, Musik ist vorbei. Das kann man, daran kann man immer gut messen. Wenn die Musik aus ist, ist Ruhe. Aber von den härteren Waffen ist die AK bis jetzt somit die, ja, somit die beste, weil... Was ist das? Da findet man ja Munition en masse. Und was das ist, Drake, das ist ein... Das ist ein Hebel. Den man betätigen kann. Und ich glaube, wir müssen da auch durch, weil... Hab ja sonst wo nichts mehr gefunden. Ja, allein in Panama ist mir scheißegal. So, jetzt gibt's hier wieder eine kleine Kletterpassage. Yay! Darauf freue ich mich. Oh, da ist eine Tür. Aber. Gleiches Symbol. Aber was hat das mit dem Turm zu tun? Tja. Das werden wir jetzt noch herausfinden, Drake. Indem wir jetzt erstmal wieder klettern. Du kannst dich darauf freuen, Assassin Drake. Ah, die Kamera ist hier ein bisschen... Ah, wohl, die geht eigentlich. Da ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also, ah, okay, gut. Da ja, bin ich gerade falsch gesprungen. Wie gesagt, mal ihr. Wie gesagt, das letzte Mal, dass ich das Spiel gespielt habe, war vor. Ja, fast. Ja, doch, 2 Jahren. War es tatsächlich das letzte Mal. Wo ich den ersten Teil durchgespielt habe. Und ja. Hui. Oh Mann. Oh Gott. Gott sei Dank bin ich da noch rechtzeitig ausgewichen. Weil anders wären wir jetzt Matsch.
Absolut. Oh, okay. Nein! Oh, das meinte ich. Diese Kamera manchmal. Die ist. Nein! Oh! Jetzt bin ich gerade schuld. Egal. Das kriegen wir jetzt hin. So, kurz konzentrieren, fokussieren, rüber. Schön. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Hilfe. Oh, ist das hoch. Ja. Die sollten noch mal alles wieder sicherer machen. Das kannst du hier kein zumuten. Sind alle völlig wahnsinnig geworden. Mal gucken, wo müssen wir noch mal am besten hin? Gut, ich glaube, wir waren richtig. Ja, war so. Oh. Auch so eine Stelle, die man gut und gerne mal verkackt. Das bin ich. Da bin ich beim ersten Mal gestorben, bei meinem ersten Durchlauf. Oh. Ich bin so frei. Danke. Wow. So. Und jetzt kurz runter. Ja. Hat jetzt aber nicht so wirklich viel. Oh, was gezeigt. Oder ich bin jetzt gerade ein bisschen zu früh. Kann auch sein. Wenn ja, dann. Mache ich das. Dann gehe ich doch wieder mal kurz zurück. Und währenddessen, glaube ich, während ich das dann nochmal mache, entweder ich beschleunige das oder mache jetzt in dem Sinne einen kurzen Cut und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich hab's doch. Ja, sagen wir es mal, doch noch geschafft, hier hochzukommen. War jetzt ein bisschen anders geplant, aber naja. So, aber hier haben wir anscheinend nichts gefunden, wie beim letzten Mal. Es hat ja was mit dem Schlüssel auf sich, muss man ja sagen. Die wir ja hier noch haben. Wir gehen doch noch mal kurz zur Tür. Vielleicht kann uns das noch irgendwie was am besten sagen. Was das angeht. Jetzt. Ah. Nein. Okay. Ja. Da haben wir tatsächlich jetzt doch das Schloss aufgemacht. Ja, wie gesagt. Wo zur Hölle ist sie? Ja, das frage ich mich auch gerade.
Aber... Oh nein. Ja, wenn ich aber dieses Areal sehe, dann weiß ich, okay. Ich weiß, was jetzt kommt. Hi. So, let's go. Gegnerhorde Nummer 300. Zack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt erstmal diesen Typen hier ausschalten. Oh Mann. Ja, schön. So. Das war ein Headshot. Noch mein Headshot. Er ist da drüben. Okay. Oh Gott. Kurz hier eine Granate wieder. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also bis jetzt mussten wir zweimal ausharren. Na toll. So. Zack, zack. Oh. Aber wir haben es ja doch noch überlebt. Aber auch sehr schlau, die AK jetzt erstmal wegzulassen die ganze Zeit. Naja. Mach mal hier da mal auf. Aber trotzdem gucke ich noch mal wegen Loot. Ja, Pistolenmunition, das geht immer. Noch mal Pistolenmunition. Ging habe ich sowieso nichts. Ja, aber machen wir hier noch mal auf und dann gehen wir da durch. Aber hier geht es natürlich weiter. Action geladen weiter. Ei. Du bist schon tot. Schön. Boah, weg da. Weg da. Huhuhu. Schön. So, komm. Okay. Alter. Da bringt auch dein Hin- und Her-Geschosse nichts. Ey, dann hin und her geschieße. Okay. Aber ihr seht es, die etwas dicken, die halten ein bisschen mehr aus. So. Okay. Aber trotzdem klappt das. Au. Euer ganzer Rumgefuchtel da mit dieser mit diesem Maschinengewehr, das bringt euch alles doch nichts. Macht euch damit nur selber unnötige Probleme. Doch. So, aber. Ah. Jetzt haben wir hier nochmal Spaß mit dem MG. So. Wo seid ihr noch alles? Ei.
kommst da von der Seite an. Zack, zack, zack. Ist hier noch irgendjemand? Nee, sieht nicht so aus. Auch doch ganz gut. Dann landen wir hier nochmal kurz nach. So. Aber also, wir haben doch alles erledigt. Haben wir alles erledigt. Sind doch gut heile. So. Also ich weiß jetzt nicht, wo das Problem ist. Aha, jetzt sind wir in einem neuen Raum. Tatsächlich, wo wir wahrscheinlich hoffentlich eine neue Information finden. Die sind nicht spanisch, die sind englisch. Wow! Fletcher, wir sind zum großen Turm gegangen. Hoffentlich treffen wir uns dort. Francis Drake! Wow! Du hast es geschafft. Aber was hattest du vor? So. Ja, wir haben jetzt einen neuen Hinweis bekommen von Francis Drake. Tatsächlich. Und wir sind langsam noch eine Spur weiter. Was natürlich uns natürlich sehr, sehr freut. Ich gucke mal. Okay, wir kommen hier raus. Oh Gott. Das muss Drakes Turm sein. Ja, au, au. Oh Gott, ich glaube, die mache ich nur kurz fertig. Richtig. So. Den mache ich ja nochmal kurz. Au. Aber nicht so fertig, während ich hier fast gleich am Sterben bin. Und dann würde ich auch schon fast gerne die Folge beenden. Nachdem ich die erstmal kurz beiseite gemacht habe. Außer es kommt jetzt noch einer. Schön. Nee. Sieht nicht so aus. Nee, tatsächlich nicht. Aber das nehmen wir nochmal kurz auf. Danke. Ja, ja, wie gesagt, dann können wir hier die Folge beenden. Und ich würde sagen, im nächsten Part werden wir hier oben zum Turm von Drake hochgehen. Das ist unsere nächste Aufgabe, die wir hier auf jeden Fall machen, hier bei Uncharted Drakes Schicksal. Ich hoffe, euch hat wieder dieser Part gefallen. Wenn es dem so ist, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen oder auch ein Abo raushauen, falls ihr neu auf diesem Kanal seid. Keine Sorge, das ist jetzt keine Abo-Falle oder sonst was. Ihr müsst auch keine Zusatzkosten bezahlen. Ihr bekommt auch kostenlosen Content tatsächlich. Jeden Tag, außer Freitag, da ist frei. Aber sonst jeden Tag um 17 Uhr kommt ein Video hier auf diesem Kanal. Und wie gesagt, Montag bis Mittwoch, da bin ich am Start mit Uncharted. Und morgen ist der gute Rufen dran mit Let's Play The Last of Us Part 1, dem Remake. Und ja, wenn aber euch das nicht zusagt, ihr wohl eher der Sportfan seid, dann könnt ihr auch am Samstag vorbeischauen bei Rufen. Da bringt er NBA 2K23 oder ja, schaut am Sonntag vorbei, wenn ihr riesengroße Harry Potter Fans seid. Da sind wir beide auch im Doppelpack. Und ja, wie gesagt, das könnt ihr euch angucken. Und ja, dann würde ich aber so trotzdem sagen, hören wir uns spätestens nächste Woche wieder zu Let's Play Uncharted Drake Schicksal. Oder, wie gesagt, ihr hört dann den guten Rufe morgen zu Let's Play The Last of Us Part 1, dem Remake. Und dann sage ich mal Tschüss und bis nächste Woche. Ciao.